Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schaut euch auf jeden Fall die beiden Videos mal an, die ich euch am Ende und in der Infobox verlinkt habe. Da erfahrt ihr, warum wir gerade hier sind und wo wir genau sind. Und eine mega geile Roomtour hat der Julian hochgeladen. Aber dazu später mehr. Denn ich werde heute wieder einige Fragen für euch beantworten. Und ihr habt wirklich sehr geile Fragen gestellt und ich habe sehr geile Geschichten zu erzählen. Also seid auf jeden Fall gespannt. Wir starten dann auch einfach direkt mal. Und zwar lautet die allererste Frage: Was stört dich am meisten an YouTube? Und ich habe darüber kurz nachgedacht und mir ist wirklich was ganz Eindeutiges eingefallen. Und zwar wissen meine Familie und all meine Freunde ja immer darüber Bescheid, was ich gerade mache. Ich bin ja so aktiv auf Twitter und auf Snapchat und snappe mega viel, wo ich gerade bin, was ich mache und wie es mir geht und was weiß ich. Und dadurch kann ich ja niemals irgendjemand eine Ausrede für irgendwas nennen. Das klingt jetzt so mega asozial, soll es gar nicht, aber das stimmt wirklich. Ich könnte ja niemals irgendwas erfinden oder irgendeine kleine Notlüge oder irgendeine Ausrede jemandem erzählen, weil er müsste ja nur einmal meine Snaps oder auf mein Twitter-Profil vorbeigucken und dann wüsste er direkt, dass ich einfach nicht die Wahrheit gesagt habe. Es ist mir einfach mal so die Tage eingefallen, dass ich das ja eigentlich rein theoretisch gar nicht könnte. Okay, das ist mir gerade mega unangenehm. Wir machen jetzt weiter mit der nächsten Frage. Vergesst das einfach, was ich gerade gesagt habe, okay? Also, die zweite Frage lautet: Hattest du schon mal ein Fail-Date? Ja, ich hatte tatsächlich schon mal ein Fail-Date. Das ist schon sehr lange her, weil ich bin ja schon sehr lange mit dem Bruder zusammen. Und da war ich auch noch sehr, sehr jung. Aber ich habe mich mit einem Jungen getroffen. Und warum auch immer ist er zu mir nach Hause gekommen. Eigentlich haben wir uns so gut verstanden. Wir haben wirklich oft so Stunden telefoniert. Wir haben immer online geschrieben und alles mögliche. Und ich kannte ihn auch persönlich vorher schon. Und dann kam er einfach zu mir. Und als ich ihn schon von Weitem gesehen habe, habe ich mir einfach nur gedacht: Nein, nein, ich will mich nicht mit ihm treffen, ich will das nicht, irgendwie mag ich ihn doch nicht mehr so gerne, so voll krass, ich hatte sowas eigentlich noch nie und die ganze Zeit habe ich mir nur gedacht, bitte, bitte, kannst du gleich wieder gehen, ich habe keine Lust mehr auf dich und irgendwann kam meine Mutter einfach hoch und hat Essen gebracht, war ja super lieb gemeint, aber sie wusste ja auch nicht, dass ich nicht will, dass er länger bleibt und dann hat sich das immer weiter rausgezögert und in dem Moment war ich so sauer auf meine Mutter. Oh, ich dachte mir so, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ich will die ganze Zeit einfach nur, dass er geht und jetzt bringst du auch noch Essen hoch. Jetzt kommen wir zu einer richtig lustigen Geschichte. Und zwar hat jemand gefragt, was mein größter Haarfail ever war. Weil ich ja so viel meine Haare verändere und die oft so färbe und bla bla bla. Und ich habe tatsächlich eine Geschichte und da komme ich bis heute noch nicht drauf klar. Als ich in der 6. Klasse, glaube ich, war, haben wir eine Wette gemacht in der Schule. Und zwar sollten wir Spenden sammeln für unsere Partnerschule in Afrika. Und wir haben gewettet als Klasse, wenn wir so und so viele Spenden zusammenbekommen, dann färben wir uns alle die Haare rot. So. Und dann haben wir das auch tatsächlich geschafft. Und am nächsten Tag war so eine große Veranstaltung, so ein großes Fest. Und alle kamen halt mit roten Haaren. Und ich, Vollidiot, war die einzige aus der ganzen Klasse, die ernsthaft eine richtige, dauerhafte Haartönung in die Haare geklatscht hat. Ich sah aus wie Pumuckl. Das sah so scheiße aus. Alle anderen haben sich einfach so Karnevalsprays mit roter Farbe genommen und haben dann einfach eben ihre Haare eingesprüht. Das geht ja dann sofort nach dem Waschen wieder raus. Und ich habe einfach meine Haare getönt, richtig gefärbt. Als ich das dann gesehen habe, dachte ich mir so, wie kann man nur so dumm sein? Ich habe echt gedacht, wieso bin ich einfach so unfassbar dumm? Diese Farbe hielt irgendwie 3 Monate oder so. Das war eigentlich nicht so lustig. Aber wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt, eigentlich schon sehr lustig. Jetzt die Frage aller Fragen. Wann gibt es endlich neue Bilou-Produkte? Puh. Und ich gebe euch ja ab und zu immer so ein kleines Update und heute habe ich ganz, ganz viele Updates für euch, also jetzt passt gut auf. Es kommen sehr, sehr bald neue Bilou-Produkte. Ich kann es gar nicht mehr abwarten. Ich bin wirklich so aufgeregt. Ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich würde am liebsten jetzt schon alles veröffentlichen, aber es geht natürlich nicht. Auf jeden Fall sind es nur noch wenige Wochen. Die Wochen könnt ihr quasi an einer Hand abzählen und wahrscheinlich braucht ihr noch nicht mal alle Finger, um diese Wochen abzuzählen. Aber mehr verrate ich dazu jetzt auch nicht. Es ist auf jeden Fall nur noch eine sehr kurze Zeit. Und es wird auch nicht nur ein Produkt kommen. Wir haben uns gedacht, es war jetzt so eine lange Pause, dass wir gesagt haben, es kommt auf jeden Fall mehr als ein Produkt, aber dazu verrate ich auch noch nicht mehr. Ich habe noch Neuigkeiten, denn mit der Produkteinführung von den neuen Produkten wird es Bilou auch endlich bei Manor in der Schweiz geben. Wir sind dann in Deutschland, in Österreich und dann auch endlich in der Schweiz.
Und wenn die neuen Produkte rauskommen, wird es Bilou in Deutschland auch zusätzlich in allen Rossmann-Filialen geben. Wow, das heißt, fast überall gibt es dann einfach Bilou und ich bin so aufgeregt. Ich hoffe einfach, dass ihr euch über diese Neuigkeiten schon mal freut. Eigentlich sind es sehr, sehr viele, sehr große Neuigkeiten. Merkt euch das auf jeden Fall. Es kommen einfach so geile Produkte. Ich glaube, ihr werdet sie lieben. Dann eine richtig süße Frage. Und zwar haben alle so voll die krassen Sachen gefragt und irgendwann hat ein Mädchen geschrieben, wie geht es dir eigentlich, Bibi? Und das fand ich so süß, dass ich einfach dachte, diese Frage nehme ich jetzt einfach mal in mein Video mit rein. Und danke für diese Frage. Mir geht es sehr, sehr, sehr gut. Ich bin wirklich sehr glücklich im Moment. Es gibt, glaube ich, nichts, worüber ich mich beklagen könnte. Mit YouTube ist alles super, mit Julian ist alles super. Ich bin gerade auf Ibiza, das Wetter ist super. Also macht euch keine Sorgen, mir geht es wirklich gerade sehr, sehr gut. Okay, jetzt kommen wir zu einer Frage. Da habe ich auch wieder eine krasse Geschichte zu erzählen. Was war das Bescheuerste, was du in deiner ganzen Schullaufbahn jemals gemacht hast? Und da musste ich überhaupt nicht lange drüber nachdenken, weil ich mich im Endeffekt so krass darüber ärgere. Also, ich hatte Kunst. Ich habe in Kunst auch Arbeiten richtig schreiben müssen, weil ich das als Leistungskurs hatte. Und dann haben wir in der Oberstufe eine Aufgabe bekommen, dass wir als Arbeit, wirklich als richtige Klausurarbeit, mit Wachsmalstiften irgendwie einen Baum oder sowas malen sollten. Ich fand das so bescheuert. Ja, das machen Kindergartenkinder. Und in dem Moment war ich so genervt wirklich und habe einfach versucht, diesen Baum damit zu malen. Ich dachte mir so, das kann jetzt nicht deren Ernst sein. Ich habe es einfach nicht so cool hinbekommen. Wir hatten echt so ganz scheiß Wachsmalstifte, die man nicht spitzen konnte und gar kein Werkzeug und nichts dafür. Und dann habe ich, Vollidiot, war ich so genervt, dass ich einfach meine komplette Klausur zusammengeknüttelt habe, habe die in den Müll geworfen halt, die halbe leere Seite abgegeben der Lehrerin und bin einfach rausgegangen. Und ich weiß auch ganz genau, dass Julian draußen saß, weil er gerade eine Freistunde hatte, hat auf mich gewartet, hat nur gesehen, dass ich irgendwie nach 10 Minuten, nachdem die Arbeit begonnen hat, rausgekommen bin, guckt mich nur so an, der war so sauer auf mich, aber ich war so genervt in dem Moment, ich weiß überhaupt nicht, warum ich das gemacht habe. Boah, das war so eine richtige, unreife, dumme Entscheidung. Erzähle etwas richtig Peinliches, was dir in letzter Zeit passiert ist. Boah Leute, jetzt kommt eine Geschichte, das ist wirklich krass. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber ich war vor ein paar Monaten mit dem Julian in Paris auf einer Veranstaltung, weil Julian für einen Award nominiert war und wir sind einfach dahin gefahren. Und es war ja was ganz Neues. Es war die erste internationale richtige Veranstaltung, wo wir waren, mit rotem Teppich und Presse und Pipapo. Und es haben tatsächlich ein paar Leute Fotos von uns gemacht. Das war einfach das Krasseste für uns überhaupt, weil wir einfach in einem anderen Land waren. Wir haben halt dann so ein bisschen da rumgepostet. Julian hat dann den Arm um mich gelegt. Und in dem Moment ist das Blitzlichtgewitter des Todes entstanden. Ohne Scheiß, als ob einfach mal kurz so Justin Bieber und One Direction gleichzeitig hinter uns kurz durchs Bild laufen. So ist es abgegangen. Ohne Scheiß, keiner hat mehr kein Foto gemacht. Ich konnte nichts mehr sehen. Es war alles nur noch weiß. Und ich dachte mir so, hä, was ist denn los plötzlich, ne? Erst ganz kurz gefreut und dann sehe ich, wie so eine Fotografin vorne die ganze Zeit auf mich zeigt. Und ich so, hä, was möchtest du denn? Ich guck so an mir runter und dann ist ernsthaft, während der Julian einen Arm um mich gelegt hat, mein Kleid an der Seite runtergerutscht und meine Brust war einfach komplett frei. Also nicht komplett, ich hatte so einen hautfarbenen Sticker quasi auf meine Brust gemacht, dass man, falls irgendwas verrutscht, nicht alles sieht. Aber in dem Moment war das so peinlich. Ich glaube, das ist so das Schlimmste, was einem passieren kann. Ich habe dann nachher mit dem Veranstalter geredet und auch nochmal bin zu einzelnen Fotografen hingegangen und sie haben mir garantiert, dass nichts veröffentlicht wird und es ist bis jetzt auch noch nichts veröffentlicht worden und ihr braucht gar nicht erst danach suchen. Jetzt eine etwas kompliziertere Frage, die ich jetzt auch wirklich vorlesen muss. Würdest du lieber jeden Tag 20 Mal von einem Kaktus gestochen werden oder 2 Monate lang jeden Gegenstand, den du berührst, küssen müssen? Ich weiß nicht, wer so unfassbar kreativ ist und sich diese verrückte Frage ausgedacht hat. Aber wenn du mir überlegst, wie viele Gegenstände du am Tag berührst, dann bist du ja nur noch am Küssen. Du bist ja die ganze Zeit irgendwas am Berühren. Leute, ich glaube, ich würde mich für den Kaktus entscheiden. So schlimm kann das ja nicht wehtun, wenn man mal kurz vor einem Kaktus gestochen wird, oder? Jetzt eine kleine Aufgabenfrage. Und zwar lose 3 Zahlen zwischen 1 und 250 aus und zeige uns dann die Fotos von deinem Handy. Nicht schummeln.
ich hoffe einfach, dass ich jetzt keine 250 ziehe, weil dann muss ich bis 250 zählen, um das Foto rauszusuchen. Ich habe hier schon mal vorbereitet einen Zufallsgenerator mir im Internet gewählt, habe davon 1 bis 250 angegeben und werde jetzt auf eine 114. Ernsthaft? Es war so klar, dass jetzt so eine hohe Zahl kommt, oder? Ich habe echt sehr peinliche Fotos auf meinem Handy. Das erste Foto blende ich euch auf jeden Fall jetzt mal hier rechts oder für euch links neben mir ein. Ein kleines misslungenes Selfie. Tada! Generieren wir durch Zufall eine neue Zahl. 63. Woo! Yo, ein mega geiles Foto. Ich blende es euch wieder hier ein. Da waren wir essen und es stand einfach Vorspeise, ein Salat mit Himbeerdressing. Was habe ich bekommen? 2 Salatblätter. Ohne Scheiß, es waren echt 2 Salatblätter. Guck mal bitte, wie groß die Himbeere ist und wie klein der Salat drumherum ist. Und die nächste Zahl ist 59. Dieses Foto hier, sehr schön. Was habe ich für kranke Fotos auf meinem Handy? Das ist ein Screenshot aus unserem Video, wo wir die sauersten Süßigkeiten getestet haben. Ich weiß nicht, warum ich diesen Screenshot auf meinem Handy habe, aber es sieht irgendwie lustig aus. Also, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, das kann ich euch auch gerne mal in der Infobox verlinken. Und das war die letzte Frage, Leute. Ich habe wieder einige sehr peinliche Geschichten erzählt. Ihr dürft mir auch gerne mal einfach irgendwas von euch über euch in die Kommentare schreiben. Wenn das Video online geht, werde ich auf jeden Fall eure Kommentare ein bisschen abstocken und bin mal gespannt, was ihr so über euch zu erzählen habt. Und zur Abwechslung habe ich mir überlegt, dass ich die NK draußen in der Sonne beim Frühstück filme. So, meine Lieben, das war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und das war's. Bei meinem nächsten Video sehen wir uns wieder in Deutschland und wir frühstücken jetzt erstmal und genießen die wunderschöne Sonne hier auf Ibiza. Dann verlinke ich euch wie immer natürlich nochmal 2 andere Videos am Ende. Hier gibt es Julians neuestes Video, das hat er gestern hochgeladen und zeigt euch eine Roomtour von diesem ganzen Anwesen hier und hat seinen Geburtstag mitgefilmt. Und auf der anderen Seite verlinke ich euch mein letztes Video, ihr glaubt nicht, was er getan hat. So, dann hoffentlich bis zu meinem nächsten Video wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit, hab euch ganz dolle lieb und bis dann. Tschüss!